Oh Gott, ey, ich fass es nicht, Alter. Es ist einfach so geil. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem allerersten Video aus Thailand. Und heute möchte ich euch unsere Unterkunft zeigen. Und mir ist gerade wieder bewusst geworden, wie verdammt dankbar ich sein kann. Das ist so geil. Die Unterkunft war dieses Mal ganz schön teuer. Also ich würde sagen, unsere letzte Unterkunft war noch krasser, aber günstiger, weil wir zu einer anderen Zeit dort waren. Jetzt im Februar ist halt fast Hauptsaison und deswegen ist es auch recht teuer. Also insgesamt zahlen wir jetzt für diesen Monat 23.000 Euro für drei Leute. Also ist schon eine Menge Geld. Und jetzt zeige ich euch das Ganze hier mal und wir gucken, ob sich das Ganze auch lohnt. Also ich bin hier jetzt gerade auf unsere, ich würde sagen, Dachterrasse. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Whirlpool und dahinter ist unsere Sauna. Ja, eine Sauna bei solchen Temperaturen zu nutzen, weiß ich jetzt nicht. Oh, hier riecht es auf jeden Fall gut. Hier mit Aufguss. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und im Gesamten, ich drehe jetzt mal die Kamera, dann kann ich es euch besser zeigen. Sieht es hier oben so aus. Hier haben wir sogar, ja, ein Waschbecken. Hier bin ich gerade hochgekommen. Da der Whirlpool, die Sauna. Und echt ein recht großer Platz hier. Und schaut euch diesen verdammt geilen Ausblick an. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin. Also auch gerade, wie sich die letzten Jahre so entwickelt haben bei mir. Ja, und danke auch an jeden Einzelnen, der mich auf diesem Weg begleitet, mich unterstützt. Für mich ist das alles hier nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, ich kann das noch viele Jahre lang so machen, weil das ist wirklich was, was mich erfüllt. Reisen. Einfach geil. Übrigens ist es gerade erst 7.11 Uhr. Leon und Basti pennen beide noch. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den unteren Bereich jetzt an. Also, man geht hier runter. Hier haben wir tatsächlich noch ein Zimmer frei, falls noch jemand kommen möchte. Hier gehen wir rein. Ich darf nicht so laut sein. Hier schläft Leon. Hier schlafe ich, das zeige ich euch dann später noch. Und hier schläft Basti. Was ist hier eigentlich? Oh, hier haben wir noch ein Klo. Hallo? So, und dann geht's hier runter in unseren Hauptbereich. Hier Fernseher bzw. eine Leinwand und so eine Sitzecke. Boah, ist ganz schön kalt. Die Klima ist ziemlich kalt eingestellt. Dann haben wir hier einen riesengroßen Tisch. Hier haben wir schon ein paar Früchte bereit. Die Früchte in Thailand schmecken einfach anders. Ich habe gestern schon so eine Mango gegessen und auch eine Drachenfrucht. Mega lecker. Dann hier eine richtig, richtig schöne Küche. Hier haben wir noch ein Bad. Hier könnt ihr das Ganze nochmal im Gesamtblick sehen, den Hauptbereich. Hier haben wir uns gestern schon direkt mal einen Burger bestellt. Ein wunderschöner Pool. Hier haben wir sogar voll den fetten Grill, Alter, der schaut echt fancy aus. Hier haben wir sogar noch eine Außendusche. Boah, ich weiß nicht, ob das auf Kamera auch so geil rüberkommt, aber es ist so krass, Alter, es ist so geil. So, und jetzt kommen wir hier unten zu unserem Hobbyraum. Da freue ich mich auch schon wieder mit den anderen ein bisschen Billard und Kicker zu zocken. Also, hier kommt man runter, hier hast du sogar so eine Bar. Little Moment, Big Memories. Hier ein schöner Billardtisch. Was soll ich sagen, ey? Ich freue mich auf diesen Monat. Ein Monat in dieser Bude, ey. Das ist so krass. Hier ist noch irgendein Raum, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Das ist noch ein Bad, Alter. Wie viele Bäder. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Ja, und jetzt fehlen eigentlich noch die drei Zimmer. Die anderen pennen aber noch. Hier haben wir auch noch mal so einen Kunstrasen. Crazy. Ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. So, hier seht ihr mein Zimmer. Ich habe gestern schon meinen kompletten Koffer, alles ausgeräumt.
habe ich einiges an Süßigkeiten dabei. Und hier meine ganzen Supplemente. Ich habe eigentlich alles dabei. Sogar Kreatin hier. Also sämtliche Supplemente. Hier mein Liquid und zwei Parfüms. Nachher noch das Bad. Hier eine richtig schöne Regendusche. Ja, ich habe so viel Kram dabei, ey. Hier können wir mal rausschauen, da haben wir noch so eine Art Balkon. Ja, hier schläft Leon. Oh, hier kann man in Leons Bad reinlunzen. Der hat eine richtig fette Badewanne. Ich weiß nicht, ob man das hier auf Kamera sehen kann. Und hier schläft Basti. Also Bastis Zimmer hier ist ähnlich wie meins. Leon seins ist noch ein bisschen größer, aber das muss ich euch eigentlich gar nicht unbedingt zeigen. Es ist auch ähnlich, nur dass er halt eine echt fette Badewanne drin stehen hat. Ich frage mich, wer badet denn hier? Also bei diesen Temperaturen. Schau mal, wie viel Grad es hat. Also es ist jetzt 7.25 Uhr. Und es hat schon 27 Grad und es soll heute bis 32 Grad haben. Also es ist schon sehr warm. Vor allem ist die Luftfeuchtigkeit hier in Thailand echt krass. Servus, ey, der Leon ist wach, ich werd verrückt. Schaut mal, vielleicht können wir uns dann doch gleich sein Zimmer angucken. Können wir uns dein Zimmer angucken? Ja? Okay, cool. Dann schauen wir uns das noch an, weil Basti seins ist ähnlich. Cool, dass der Leon schon wach ist. Das ist ja optimal. Schön, dass er wach ist. Schön, dass er wach ist. Darf ich reinkommen? Aufräumen? Ja, machen wir mal die Vorhänge. Das sieht man ja nichts. Nix, da muss man nicht aufräumen. Die dürfen nicht denken, dass wir. Die dürfen das schon denken. Ja, es ist schon sehr früh, aber ich bin fit irgendwie. Machst du den Vorhang nochmal schnell auf? Also hier ist auf jeden Fall schon mal sein Badezimmer und ich habe es ja von draußen, ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat, aber diese Badewanne ist schon krass, ey. Die Badewanne ist schon krass, aber ja, ich sag mal, das Zimmer ist jetzt nicht viel anders. Er hat halt hier noch so eine lange Fläche und es ist ein bisschen größer als die anderen, aber ist schon sehr schön, oder? Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Weil das ist bei dir einfach so mit dem Pinschip, das wäre echt. Das ist schon echt cool. Hast du gut geschlafen? Ja. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Unterkunft genauso wie mir. Also ich finde es schon echt mega geil. Und ich werde euch jetzt heute diesen Tag noch ein bisschen mitnehmen. Jetzt gehe ich aber erstmal eine Weile live, bis Basti dann irgendwann mal wach ist. Und ich schätze mal, dass wir dann ja so zum ersten Mal in die Stadt gehen und gucken, ob wir irgendwas Leckeres zu essen finden. Das Essen ist nämlich immer am schönsten in Thailand. Schau mal, wir haben gestern auch schon Geld abgehoben. In Thailand gibt es ja die Währung Baht. Und 1000 Baht sind ungefähr 30 Euro, glaube ich. Also wir haben hier gleich ein bisschen abgehoben. Man kann in Thailand nicht alles mit Karte bezahlen, muss oft mit Bargeld noch zahlen. Aber es sieht schon interessant aus, das Geld hier. Auch irgendwelche Leute drauf, das ist immer die zwei. Immer die zwei. Komm jetzt eine Runde live auf TikTok, das wird aber vielleicht gar keinen Sinn machen, weil in Deutschland schlafen alle. Da ist es nämlich gerade mal 1.48 Uhr, also... Ja, wir probieren es einfach mal aus. Der Leon überlegt sich gerade noch, wie er Strom an den Tisch bekommt. Da ist nämlich keine Steckdose. Du brauchst ein Verlängerungskabel. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass die da hier keine Steckdosen haben. das ist ein bisschen doof, ja. Basti ist jetzt auch wach. Servus. Servus. Und der fliegt hier gerade einfach mit der Drohne. Da kriegen wir bestimmt auch eine Aufnahme für das Video, oder? Wow. Ja, wir haben eine gute Zeit. Das sieht ja richtig gut aus. Die Aufnahme kommt in 3, 2, 1, go! Wir haben hier einen Besucher. Wow, ey. Was ist das für ein Viech? Jürgen. Jürgen heißt der? Jürgen. Ich kann hier anmachen, dass der Animal spottet. Ja, wegen Chlorwasser trinken. Der muss mal jetzt wegfliegen. Hier gibt es leider keine Fische. Komm, mach mal irgendwas Cooles. Ich muss mal erschrecken. Komm, flieg mal weg. Komm, flieg weg. Ich spritze den jetzt voll.
Warte. Oh, jetzt hört. Tschüss. Wir haben hier so eine nette Dame, die uns im Haushalt hilft. Und die hat uns gerade noch einen schönen Kaffee gemacht. Und auch gerade den Whirlpool angeschaltet. Und da werden wir doch jetzt gleich erstmal reingehen, oder? Ist der Kaffee noch heiß? Oh ja, der ist noch heiß. Sich hier in Form zu halten, wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Weil wir haben keinen Fitnessraum. Und man muss jetzt wahrscheinlich hier viel mit Eigenkörpergewicht machen. Und wer kommt denn da hinten? Ich dachte, du bist schon drin. Nee, ich gehe jetzt rein. Ich habe meinen Kaffee mitgebracht. Aber irgendwie angenehm. Boah, das riecht übelst nach Chlor. Das ist auf jeden Fall geklort. Das ist doch gut. Mal die Arme rein. Ja, kannst deine Kamera nicht mehr halten. Hey, das ist fast Eisbaden hier. So, Leon, kommst du auch mit rein oder was? Nein, ich komme jetzt mit rein. Niemals auf die Kamera. Alter. Auf die Kamera spritzt nur die Anfänger. Das kann man halt echt fast wegen falsch verstehen. Oh, das ist ja echt kalt. Das ist arschkalt. Oh, es läuft über. Nein. Leute, was ist denn los? Ich dachte, wir arbeiten hier. Ja, man muss ja auch mal das Leben genießen. Ja, was für genießen? Es wird gearbeitet. Der arbeitet doch. Der ja, stimmt, der arbeitet, ja. Und du arbeitest ja auch gerade. Ja, für dich. Ja. Und ich krieg dann mal was dafür. Du kriegst später ein wenig Brotzeit. Das hört sich doch gut an. Penang. Boah, Penang wäre jetzt geil, oder? Penang wäre jetzt echt was, ja. Das lässt sich schon aushalten hier, oder? Ja. Wir müssen mal in die Sauna. Bei 30 Grad in die Sauna. Ja, hier ist die Sauna. Was denkt ihr, wie warm die werden kann? Keine Ahnung, Alter, bestimmt so 60, 70 Grad oder so, oder? Ja, die ist schon schön eigentlich. Ja, vor allem voll groß, ne? Die ist ja richtig groß. Schau euch das mal an, Leute, die ist übelst groß, die Sauna. Die habe ich schon gezeigt. Ja, die hast du schon gezeigt, ja. Na ja, dann lassen wir es uns mal gut gehen, oder? Freilich. Hier haben wir leider keine Sonne, aber ich gehe jetzt noch ein paar Bahnen schwimmen. Irgendwie muss man ja in Form bleiben, oder Leo? Genau, mit Schwimmen, oder? Mal schauen, ob wir das durchziehen. Ja, aber nach Thailand werden wir jeden Sonntag schwimmen gehen. Ja. Die beiden haben sich vorgenommen, dass die einfach einmal die Woche schwimmen gehen, wenn sie einmal in Nürnberg wohnen. Genau, einmal die Woche. Einmal die Woche. Wie oft wart ihr jetzt schon schwimmen? Keinmal. Und seit wann wohnst du in Nürnberg? Seit jetzt fast 3 Monaten. Läuft, oder? Ja, läuft, ja. Hier riecht irgendwie nach Furz. Doch. Komm, jetzt zieh mal durch. So, ich bin gerade noch live. Und wir haben hier von unserer, wie nennt man das eigentlich, von unserer Frau, die uns hier hilft, irgendeine Suppe bekommen, ey. Das sieht aber geil aus. Was ist denn da drin? What is it? What? It's like a soup. With the owl. Okay. Thank you. Dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja. Ist auch Fleisch drin, oder? Ja. Wenn das für Fleisch ist. Setze ich mich mal daher. Oh, bist du wahnsinnig. Ich habe auch nicht verstanden. Bist du wahnsinnig, André? Ich glaub's nicht. Der hat einfach ein Babykätzchen geschickt. Bist du wahnsinnig? Vielen, vielen Dank. Die Frau, die denkt jetzt auch was. Warum freut denn der sich so? Ey, vielen, vielen Dank. Krass. Alle mal Herzen rein. Das bin ich echt mal gespannt. Ey, André, du bist ja verrückt. Gleich Bizeps-Check, gleich. Ich muss erst mal probieren. Hallo, Emma. Gut. Yummy. Yummy. Alter, was ist denn da alles drin? Keine Ahnung. Ey, André, bist du verrückt? Jetzt hör halt auf, ey, danke. Morgen haben wir Lebensmittelvergiftung. Maximilian, danke fürs Teamherz. Jetzt mal ganz ehrlich, bin, habe ich jetzt eigentlich gerade so Bock, das zu essen. Also. Ich würde schon gerne eigentlich selber entscheiden, was ich esse. Dass mir irgendwas hingestellt wird. Also. Ja, die meint es auch noch gut. Ja klar, aber... Die meint es doch nicht böse. Sind deine Augen echt? Ist ja auch Schweinefleisch. Also. Freilich sind meine Augen echt. Schweinefleisch ist das? Ja. Was ist, ich frage mich, was das hier ist. Ist das auch Fleisch? Keine Ahnung, ich glaube schon, ja. Und Leon, wie findest du die Suppe? Schmeckt ganz gut, ja.
Aber es ist crazy, dass die uns das einfach bestellt, oder? Verrückt. Warum? Keine Ahnung. Mehr Geld. Die will sich einschleimen, glaube ich, dass wir ihr mehr Geld geben, oder? Ich zahle dafür nichts, das sage ich euch. Oh, abgehoben. Wir haben hier auch noch ein bisschen Mango und ein bisschen Drachenfrucht. Die Früchte in Thailand... Ah, da ist ja nochmal neu aufgeschnitten. Die Früchte in Thailand schmecken nochmal viel besser als in Deutschland, finde ich, gell? Viel süßer. Die Mango. Mango ist krass. Voll geil. Voll geil. War gerade mal ein bisschen live. Wir hatten 35.000 Zuschauer, 429 verschiedene Schenkende und 62.000 Diamanten. Zwei neue Abos. War ein erfolgreicher Stream. Wie lange waren wir live? Fast 5 Stunden. Boah. So, wir fahren jetzt mal zu einem Beach Club irgendwas essen. Und dann checken wir mal die Lage ab, würde ich sagen, oder? Okay, kein Beach Club für uns. Leider. Wir haben das jetzt alle drei in die Kamera gesagt. Leon hat gerade genau das gleiche gesagt. Ich habe nichts gesagt. Jetzt sage ich es auch noch. Keine Reservierung. Alle Tische belegt. Wenn ihr Leon seinen Vlog noch nicht gesehen habt, ne? Gelesen. Keine, und in meinem noch nicht. Keine Reservierung. Keine Reservierung. So, dann gehen wir jetzt mal ins Bootshaus. Oder? Alle mit der Kamera. So, dann gehen wir jetzt mal ins Bootshaus. Das musst du jetzt auch noch sagen. Nur in der Kamera rumspielen, ey. Ey, der Verkehr ist hier so brutal, ne? Heftiger Verkehr. So, wir sitzen jetzt am Tisch. Die Sonne ballert wie Sau da oben. Und wir sind hier direkt am Meer. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann hier auf Kamera, aber es ist sehr, sehr schön. Hier wird zu viel gefilmt, ey. Prost! Also Prost. Hier haben wir noch eine Vorspeise bekommen, die haben wir gar nicht bestellt. Mega geil. Jetzt probieren wir das mal, oder? Probieren wir mal, ja. Ist gut? Wow. Unsere Vorspeise war ein Beef Tartar und der Leon meint jetzt, er ist nach seinem Beef Tartar schon satt. Einfach klasse, also. Das heißt nach dem Beef Tartar? Ich bin noch nicht mal fertig und bin jetzt schon satt. Ja, nicht Tartar. Beef Carpaccio habe ich Tartar gesagt. Das war Beef Carpaccio. Lost. Eben, richtig lost. Du hast es aber auch nicht gecheckt. Ja, mein Gott, ich gehe davon aus, dass du es richtig sagst. Wow. Wir hören das nicht. So, die Hauptspeise ist auch da. Lachs mit Spargel und Stampf. Probieren wir mal den Lachs. Fehlt ein wenig der Senf. Schmeckt gut. Haben wir hier noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Essen war sehr lecker. Und jetzt schauen wir einfach mal, was es hier noch so alles ein bisschen gibt. Die thailändischen Masseurinnen, die haben schon wieder Lust. Nochmal im 7-Eleven und holen ein bisschen Wasser. Es ist total verrückt, was es hier für Sachen gibt. Vielleicht werde ich da die Tage mal irgendwann was testen. Seafood Snack. Guck mal, Fisch Snack. Weiß ich jetzt nicht, ob das schmeckt. Wasser. Chanda, oder was? Bier? Ja. Bier und Wasser. Ein Wasser und zwei Chang, oder? So, wir sind wieder daheim. Unsere Energie ist gerade irgendwie ziemlich abgeflacht. Schaust du denn eigentlich in die Kamera oder in den Bildschirm wieder? Immer noch Bildschirm, aber von so weit weg fällt es ja nicht auf. Was machen wir jetzt? Schlafen. Ich glaub's auch, gute Nacht. Es ist ja schon 19.20 Uhr. Ja, da darf man ins Bett gehen, oder? In dem Alter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Bin gespannt auf die nächsten Tage, wir sehen uns. Alle neuen Kanalmitglieder werden im nächsten Video namentlich erwähnt. Das ist richtig, das mache ich immer so. Tschüss!